Hallo liebe Lamas und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brettspielzubehör. Heute schauen wir uns ein zweites Gaia Project Insert an, nämlich das Gaia Project Insert von ADC Blackfire. In der letzten Folge oder einer der letzten Folgen hatten wir ja das Gaia Project Insert von Laserox und diesmal eben von der deutschen Firma ADC Blackfire. Wir haben hier das Gaia Project liegen und wir fangen einfach mal wieder damit an, es auszupacken. So, jetzt haben wir das ganze Insert mal ausgepackt und wir schauen uns die einzelnen Kästchen doch mal genauer an. Hier, das waren welche der ersten Kästchen, die wir hatten. Was ist da drin? Hier sind die Marker drin. Das heißt, das hat man dann offen am Spielfeldrand quasi liegen. Und man kann es auf beide Spielfeldränder verteilen. Na, was ich interessant finde, hier ist auch nochmal Gaia Project eingelasert. Ich hoffe, er stellt scharf. Ja, es sieht aus, als würde er scharf stellen. Also, genauso wie natürlich hier oben in den Deckel nochmal Gaia Project eingelasert wurde. Ja, ich finde, das ist gar nicht so blöd, das auf zwei Fächer aufzuteilen, damit man es quasi an jede Seite stellen kann. Gaia Project ist ja durchaus auch ein Spiel, was einiges an Platz braucht wegen der Technologieleiste. Insofern gute Idee. Was mich nur ein bisschen stört, ist, die gehen nicht richtig zu. Das heißt, man müsste die tatsächlich wahrscheinlich noch anders verteilen. Wobei, ganz ehrlich, die sehen beide recht voll aus. Puh. Müsste man tatsächlich einfach mal... Ah, jetzt geht's. Okay, also man muss wirklich gucken, dass die richtig verteilt sind. Und dann lässt sich das Ganze quasi auch ohne Probleme scharf stellen. Ich muss mal was in die Mitte legen, sonst stellt die Kamera nicht auf die Mitte scharf. Und das wäre doof, weil ich hier unten rumhantiere und nur der schwarze Rahmen ist doof. So, und dann haben wir hier die Technologiefächer und da verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, warum da immer eins frei ist dazwischen. Wahrscheinlich, weil es von der Anzahl her sonst nicht gepasst hat und die Konstruktion so. Aber das ist, also, das wirkt wackelig. Klar, ich nehme sie ja nur raus und lege sie dann quasi auf den Plan. Insofern reicht das wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob mir das Plexiglas, das Acryl an der Stelle wirklich gefällt und taugt. Das müsste man wirklich sehen, ob das da so viel Sinn macht. Aber man kann natürlich durchgucken, kann es stapeln, insofern ist das jetzt auch kein K.O.-Kriterium. Interessant finde ich das hier und da ist mir beim Rausnehmen eine Sache aufgefallen. Und zwar, wenn wir hier sehen, das Fach, da können die locker raus. Und die sind mir beim Rausnehmen auch rausgefallen. Das nervt natürlich. Alles andere sitzt fest an seinem Platz, hat sein festes Fach. Das ist okay, das ist super. Das stört dann auch nicht und das sind ja auch Sachen, die ich quasi komplett rausnehme, weil ich sie im Spiel komplett brauche. Das ist dann immer die Frage, ne? Braucht man die Fächer für was? Anders sieht es hier bei diesen Allianzmarkern aus. Das sind zwei Kästchen ineinander gesteckt. Ich sehe hier schon, die Allianzmarker haben sich quasi verabschiedet. Ich tue sie mal so rum rein. Also die haben hier so einen kleinen Steckmechanismus. Ich muss aufpassen, dass ich die alle halte. Das sieht man hier. Und daran sind die eben zusammen. Und ja, die Allianzmarker, die brauche ich ja schon während des Spiels, muss ich mir während dem Spiel auch anschauen können. Insofern aufrecht stehen ist doof, aufeinander gestapelt auch, weil dann sehe ich nicht, welche Marker sind unten, also lege ich sie nebeneinander. Ja, dann habe ich hier den zusätzlichen Platz quasi verschwendet. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so optimal. Das gleiche gilt hier für den Startspieler-Token. Es ist schön, dass es da überhaupt was gibt für den Startspieler-Token. Den kann man unten rausziehen. Das sieht, da ist so eine Plexiglasscheibe drüber. Das ist toll, der hat beim Laserox-Insert zum Beispiel quasi keinen Platz, aber naja, das ist jetzt auch kein Must-Have. Dann Kartenablage. Klar, Kartenablage ist immer gut. Eine Rundenkarte, dann drunter die Player-Cards und dann hier die Automa-Karten. Das passt, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben.
So, dann sind natürlich noch dabei diese Acryl-Player-Boards. Ich zeige sie mal hier. Das wird spiegeln, man wird nicht viel sehen, weil sie sind eben aus Acryl. Lasst euch gesagt sein, wir haben damit gespielt und ja, sie erfüllen ihren Zweck, sie haben ihren Sinn und sie funktionieren. Dazu gibt es auch noch eine Holzunterlage. Ich weiß jetzt nicht, ob die in dem Insert dabei war, weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich zwei solcher Inserts kriege, also jetzt wie von Laserbox und von ADC Blackfire, dann behalte ich die nicht beide. Ich habe Freunde und Freunde haben eventuell das gleiche Spiel, in dem Fall Gaia Project haben ein paar meiner Freunde und da habe ich das Insert natürlich weitergegeben. Ja? Also das ist dementsprechend habe ich es auch nicht zusammengebaut und bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob das die braune Unterlage für die Insert, für die Overlays dabei ist oder nicht. Ich hole sie mal kurz und zeige sie. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt muss eine Kamera scharf stellen, stellt scharf. So, das hier ist die Unterlage. Das heißt, da kommt einmal das Gaia Project Player Board drauf. Und dann kommt das hier auch noch drauf und dann kann das tatsächlich nicht mehr verrutschen. Wobei ich hier sehe, das hat so einen doppelten Rand. Das heißt, das ist tatsächlich so gemacht, dass es hier nicht drauf passt. Also ist es in dem Fall nicht dabei. Gut, dass ich es nochmal geholt habe. Das heißt, die Overlays halten ohne. Das ist natürlich, finde ich, ein ziemlich schlauer Move, weil so eine Holzunterlage braucht man nicht unbedingt. Ja, die brauchen nur Platz in der Schachtel, passt nicht mit in die Schachtel. So passt es drauf, passt perfekt und ich kann meine Türmchen und alles draufstellen und es passt. Ja, also super. Das finde ich ist schlauer gelöst, als wenn man die Overlays extra kauft. Liebes ADC Blackfire, Overlays extra verkaufen, verkauft sie doch einfach so. Passt doch. Okay, die haben wir also für jede Rasse und auch tatsächlich für die Sonderbedingungen der Rassen sind die auch dabei. Das heißt, es gibt ja welche, die haben einen anderen Machtzyklus und es gibt welche, bei denen sind zwei Teile vertauscht. Das wird durch die Overlays, die ich kenne von ADC Blackfire, auch abgedeckt. Insofern, coole Sache und cool, dass es noch mit in die Schachtel passt. Das ist nicht der Fall, wenn man sie extra kauft, beziehungsweise wenn man sie mit anderen Inserts kombinieren möchte. Wie zum Beispiel dem Laserbox Insert. Dann kommen wir doch mal zu den einzelnen Schälchen. Wir sehen hier, wir haben Schälchen für das Material, für die kleinen Marker. Ich zoome mal ran, damit ihr das besser seht. Achtung, es könnte sein, dass das jetzt ein bisschen wackelt. So, aber jetzt solltet ihr das besser sehen. Das ist das Material für die Marker. Hier haben wir eben die unterschiedlichen Spielerfarben mit den jeweiligen, die haben da drin aber eigentlich nichts zu suchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die gehören eigentlich in die und wahrscheinlich liegen die da drin, weil es sonst da nicht mehr zugeht. Ha, das wäre es natürlich. Und geht noch zu. Mal gucken, kriegen wir den auch noch unter. Der Rebell, der verhindert das quasi, dass es richtig zugeht. Egal jetzt. Also, für die einzelnen Spielerfarben, das sind nur die Würfelchen. Hier sind bei Rot natürlich noch die speziellen Marker der einen roten Rasse mit dabei. Passt also. Und dann haben wir hier speziell für alle 7 Farben die Kästchen mit dem Spielmaterial. Auch einfach Spielmaterial, Acrylscheibe und die Marker. Passt also. Finde ich auch jetzt in dem Fall bei Laserbox schöner gelöst, aber da kommen wir gleich im Detail noch drauf. Ja, aufgebaut, klar, das braucht man dann quasi, also das nimmt man raus, das lässt man, nein, das platziert man also auf seinen Plan, das heißt, das braucht man auch gar nicht. Es sieht jetzt optisch auch so auf dem Tisch, finde ich, nicht wirklich überzeugend aus, aber besprechen wir das Ganze doch mal im Fazit. Ja, Gaia Project Insert von ADC Blackfire. Wir haben natürlich bei ADC Blackfire wieder den Vorteil, dieses HDF-Material, ja, also dieses harte, ich weiß immer noch nicht richtig, was es ist. Ey Alex, mach dich mal schlau. Dieses harte Presssparen ist es für mich irgendwie. Ja? Es ist, scheint so eine Art Presssparen zu sein, Leimholz, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall wesentlich härter, fester und gerader als das Material, was wirklich Spanholz ist, von Laserbox. Aber es ist in dem Fall jetzt auch irgendwie, also das ganze Insert an sich
kommt mir weniger durchdacht vor als das von Laserox. Ja, also ich habe bei Laserox eben die Schachteln, die zugehen, das habe ich hier nicht. Da besteht zumindest theoretisch die Gefahr, dass das Material durcheinander fällt. Und mir gefallen einfach rein optisch nicht die Aufbewahrungskästchen für das Spielmaterial. Also besonders für die Technologien und alles. Und dass die Ressourcenboxen, ja, dass man da so fummeln muss, dass die zugehen, im Ernst, das ist ätzend, das möchte keiner. Genau dafür will ich ja ein Insert, dass ich nicht mehr rumfummeln muss. Ich bin ein bisschen verwundert, weil das ist damit definitiv das schlechteste Insert, was ich von ADC Blackfire jetzt hatte. Die anderen waren alle gut, da war ich voll überzeugt. Also schauen wir uns das Scythe Insert zum Beispiel an, super, das Terraforming Mars Insert von ADC Blackfire, super. Ja, also es ist kein generelles Problem, nur hier sehe ich wirklich einen deutlichen Unterschied zu Konkurrenzprodukten und in dem Fall eben das Konkurrenzprodukt von Laserox. Ich werde jetzt kein Video machen, wo ich die beiden nebeneinander lege. Es gibt zu beiden Videos, schaut euch einfach beide Videos an und vergleicht selbst, welches euch besser gefällt, welches euch optisch besser gefällt. ADC Blackfire, das bessere Material, Laserox, meiner Meinung nach, die bessere und schönere Aufteilung. Und ich bin eben jetzt doch gespannt, wie wir das Ganze wieder zusammenkriegen. Mein Freund Michael war so schlau und hat die Aufbauanleitung wieder mit reingelegt. Und das schauen wir uns doch jetzt einfach mal im Fazitteil an, weil ich finde, das ist ein wichtiger Part. Und ich werde jetzt nicht irgendwie Zeitlupe machen oder so. Ich werde jetzt wieder aus dem Bild ein bisschen rauszoomen, damit wir mehr sehen. Und dann schauen wir mal, wie ich das Ganze denn wieder zusammenkriege. Nicht wundern, die Kamera wackelt eventuell danach ein bisschen, weil sie hängt an einem sogenannten Galgenstativ. Und ich muss gucken, dass ich mich nicht so groß mache, sonst fehlt mein Kopf. Alles ein bisschen Ungewöhnung, wenn man hier quasi die Technik so ein bisschen umstellt. Ja, also schauen wir mal. Als allererstes kommen oben rechts die Karten rein. Dann kommt so ein kleines Fach links davon rein. Ah, das dürfte tatsächlich nicht das da, sondern die 5. 3, 4, 5, 6. 6 müssten es sein. 3, 6, genau. Sind 6 Stück davon. Dann ein dickes Fach hier, das ist das hier. Sehen wir das eigentlich noch? Ja, sehen wir noch, kriegen wir hin, passt. Okay, dann kommen da oben drauf, 1, 2, dann Schritt 3. Okay, Schritt 3 bedeutet, die hier kommen einfach hier rein und sind damit auch meiner Meinung nach recht lose. Und dann zum Fixieren quasi kommen die hier rein. Okay, das ist einfach, das geht. Könnte man sagen, kriege mehr hin, ne? Kriege mehr ganz sicher hin. Mal ein bisschen hessischer Dialekt hier mit rein zu bringen in die Videos. Kann ja nicht sein, dass man nicht hört, wo ich herkomme. Und dann passt das. Dann kommt da noch, warte mal, Schritt 4. Da kommt was drauf. Okay, also erstmal kommt dann das da drauf. Jo, sitzt, passt, hat keine Luft. Okay, dann kommen... Nein, dann kommen keine weiteren Kästchen drauf, das war Schritt 4. Schritt 5 wird jetzt ein bisschen komplizierter. Also erstmal die Kästchen da ordentlich drauf. So, was passt da jetzt nicht? Was passt da nicht? Das passt nicht, weil die nicht richtig zugehen. Huch, das ganze Kästchen fällt auseinander. Da hat jemand vergessen. Und jetzt sollte ich wieder mal ins Hochdeutsch switchen, das tut mir leid. Da hat jemand vergessen zu kleben oder das sollte nicht geklebt werden? Doch, ich vermute schon, dass das geklebt werden sollte. Oder nicht. Okay, muss man aufpassen, dass das nicht auseinanderfällt. Das ist ja auch abenteuerlich. Aber das gibt es bei Laserox durchaus auch solche Fächer zum Aufmachen. Deswegen, also es soll jetzt nicht heißen, dass ich der absolute Laserox-Fanboy bin. Ich finde, die Inlay-Inserts sind gut gestaltet, aber die haben ja durchaus auch ihre Macken, wie ich in den Videos sage. Aber das, ja, man hat es hier gerade schon wieder gesehen, ne? Einmal falsch genommen, blub, rutschen die ganzen schönen, geterraformten Gaia-Planeten da wieder raus. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, denn DSLR-Kameras nehmen 30 Minuten auf. Ich habe jetzt schon 18 Minuten verplappert. Das heißt, wir haben noch 12 Minuten zusammen. Noch 12 Minuten, in denen ich es schaffen muss, dieses Insert hier irgendwie zusammenzubauen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Das schaffen wir, oder? Das schaffen wir zusammen, klar. Ich habe ja mittlerweile Erfahrung, was Inserts zusammenbauen angeht. So, jetzt ist da wieder was rausgerutscht. Also ihr seht, hier, das wollte ich wegnehmen, rausgerutscht. Das ist doof. Das,
Ich habe ein Insert dafür, dass der Kram festsitzt und nicht, dass der mir ständig irgendwie auseinanderrutscht. So, das kleine Kästchen kommt dann hier rein. Und dann haben wir es im Prinzip auch schon. Dann kommt nämlich hier auch hier diese komische Abdeckung. Ne? Das muss ich euch nochmal zeigen. Wir haben hier so eine zweiteilige Abdeckung. Das habt ihr gesehen beim Auseinandernehmen des Inserts. Und das lege ich hier einfach drauf. Ja, es, warum sitzt das jetzt nicht fest? Weil der Gaia-Planet zu hoch ist, oder wie? Nee, weil das zu hoch ist. Warum ist das denn jetzt zu hoch? Das ist zu hoch, weil bestimmt irgendeine der Figuren hier das hochgedrückt hat. Bin ich mir sicher. Ne, es ist immer noch zu hoch. Okay, ist doof, bleibt doof. Vielleicht bin ich auch gerade an der Stelle zu doof. Aber das Insert ist mir ein bisschen zu kleinteilig quasi. So, dann haben wir die Playerboards, Playermats, wie auch immer. Neide mit und ich hoffe, das geht einfach, sonst kriege ich da auch noch einen Rappel. Das geht zumindest einfach. Dann können wir die Anleitungen drauflegen. Dann können wir drauflegen, wie haben wir es zusammengebaut. Legen drauf den Spielplan. Deckel drauf, Deckel zu, Affe tot, fertig. Ja, zusammensetzen ging wenigstens recht einfach, das muss ich ehrlich sagen. Insofern, ich weiß jetzt nicht, was es kostet. Und ich habe leider gerade auch kein Handy an mir. Okay, also ich habe gerade mal schnell am Handy in unterschiedlichen Shops gesucht. Ich finde es nicht. Und bei Blackfire selbst, das ist ein Händlershop, da sind so keine Preise angegeben. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was dieses Insert kostet. Wenn ihr es in Shops seht, guckt einfach mal und vergleicht es bitte dabei mit anderen Inserts. Insofern von mir leider keine Empfehlung. Meine Empfehlung geht an der Stelle, weil ich ein direktes Konkurrenzprodukt kenne, zu LaserRocks. Das muss aber jeder für sich entscheiden, was er lieber mag. Vielleicht ist euch LaserRocks zu teuer, die Versandzeit, wie auch immer. Es kann ja unterschiedliche Gründe geben oder das gibt es mal im Angebot oder euer Händler hat es. Egal. Auf jeden Fall, wenn ihr das kaufen wollt, schaut euch bitte nochmal andere Inserts, beziehungsweise das Insert von LaserRocks an, ob euch das an der Stelle nicht einfach besser gefällt. Ja, das war mal ein langes Video zu einem Insert, aber es ist ja auch gut, wenn das mal so richtig ausführlich ist, weil man was zum Vergleichen hat. Dementsprechend hoffe ich, es hat euch geholfen und es hilft euch in Zukunft auch bei der Entscheidung, welches Insert ihr nehmt. Ich bin Alex von BoardGameJunkies.de und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut!